Parteifreundinnen und Parteifreunde. Viele der wichtigen Themen aus unserem Programm, die uns auf den Nägeln brennen, haben wir bereits gehört. Und wir werden sie noch weiter hören. Ich möchte Ihnen nicht alles zum 101. Male wiederholen, jedoch drei wichtige Themen am Anfang meiner Rede benennen. Seit den unkontrollierten, offenen Grenzen und der Migration hat das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung massiv gelitten. Zweistellige Zuwachsraten bei Wohnungseinbruch und versuchtem Wohnungseinbruch sprechen eine deutliche Sprache. Fachkräfte sehen für mich anders aus. Noch nie zuvor wurde mehr Pfefferspray verkauft. Kürzlich konnte ich sehen, dass es selbst in den Apotheken jetzt angeboten wird. Schlimmer als das finde ich jedoch, wenn ich an Herrn Maas denke, der für mich äußerlich allglatt und wie ein Biedermann daherkommt, der als Bundesjustizminister aber nicht so recht weiß, wie er mit dem importierten Problem der Kinderehen umgehen soll. Dabei ist für mich allein der Name Kinderehe eine Perversion in sich. Zögerlich, ja erst auf Druck reagiert er viel zu halbherzig und statt direkt und unmissverständlich Kinderehen zu verbieten. Kinderehen sind Kindesmissbrauch. Da muss man nicht überlegen und um das zu erkennen, muss man nicht studiert haben. Dafür haben wir Gesetze. Diese Menschen, diese Kinder verdienen unsere vollste Solidarität. Unterbrechen. Also mir ist eins wichtig, ich weiß, das war jetzt eine besondere Situation, aber wie gesagt, jeder hat hier, soll die Möglichkeit haben, auch bei nicht vorhandenem Geräuschpegel hier seine Bewerbungsrede in Ruhe vortragen zu dürfen. Alle, die da hinten jetzt reden, beenden ihr Gespräch oder gehen nach draußen. Das ist Herrn Rausch gegenüber nicht fair. Sie kriegen die Zeit oben drauf und dürfen weitermachen, Herr Rausch. Vielen Dank. Dafür haben wir unsere Gesetze. Diese Menschen, diese Kinder verdienen unsere vollste Solidarität und unsere Unterstützung, um aus solchen patriarchalischen Strukturen auszubrechen. Hier ist eine klare, unnachgiebige Haltung gefragt. Wir lassen uns hier in Deutschland keine Scharia und menschenverachtenden Vorschriften und Handlungsweisen aufoktroyieren, meine Damen und Herren. Und als dritten Punkt möchte ich die Systemmedien nennen. Diese mache ich mitverantwortlich, da sie mit Berichterstattung oder Nichtberichterstattung ihren Teil dazu beitragen, dass kritische Informationen großen Teilen der Bevölkerung vorenthalten werden. Ich meine den mit 8,3 Milliarden Euro gepamperten, teuersten Rundfunk dieser Erde, fürstlich finanziert aus Zwangsabgaben. Diese Zwangsabgaben, die auch von den Nutznießern des Systems mit dem pervertierten Namen Demokratieabgabe bezeichnet wird, ist in Wirklichkeit ein Geldtransfer von Arm zu Reich. Von den abgepressten Zwangssteuern sind auch noch die Werbeeinnahmen hinzuzurechnen. In 2011 sollen es mit Sponsoring etwa 290 Millionen Euro gewesen sein. Somit verschlingt dieses Konstrukt zum Machterhalt der Altparteien rund 8,6 Milliarden Euro. Tendenz weiter steigend. Und sie bezahlen das alle mehrfach. Auch in ihrem Geschäft. Die sogenannten Öffentlich-Rechtlichen haben die Lizenz zum Abkassieren. Und das machen sie gnadenlos und gierig. Mit 150 Tochtergesellschaften haben sie eine Beutegemeinschaft gebildet. Ich sage Nein zu tendenziöser Berichterstattung und was uns als Meinungsbildung zwangsverkauft wird und in Wirklichkeit nur AfD-Bashing ist. Unsere Partei ist die Partei, die von vielen Bürgerinnen und Bürgern als letzte Hoffnung erkannt wird. Wir dürfen die Wählerinnen und Wähler im Land nicht enttäuschen und nicht im Stich lassen. Wir sind die Alternative in unserem Land. Die Umfragezahlen geben uns recht. Auch wenn wir in NRW noch klein gerechnet werden, abgerechnet wird am 14.05.2017. Auch ich möchte uns hier zu Geschlossenheit und Respekt untereinander auffordern,
Denn anders werden wir dieses Ziel, unser Ziel, nicht erreichen. Liebe Parteifreunde, vielleicht kennt mich der eine oder die andere noch nicht, obwohl ich in der AfD seit dem Jahr der Gründung angehöre. Ich hatte mich halt immer halt mehr um die Basisarbeit gekümmert, als innerparteiliche Netzwerke zu bilden. Ich bin und bleibe ein loyales Mitglied in den letzten mehr als 3 Jahren in Karst und im 450.000 Einwohner starken Rheinkreis Neuss. Da habe ich die AfD-Fahne hochgehalten und das mache ich auch weiterhin. Nun in der Funktion als Kreissprecher. Ein Sabbatjahr oder auch nur ein Sabbatquartal habe ich mir nie gegönnt, sondern habe kontinuierlich für unsere Partei gearbeitet. Das ist für mich auch ein Grund, warum ich als Wahlkampfleiter für unseren Kreis und als Direktkandidat gewählt wurde. Aber auch 2014 als Wahlkampfbeauftragter habe ich im letzten Wahlkampf unsere Partei nach vorne gebracht. Die Erfolge dieser Ochsentour waren 3 Kreismandate, 2 Stadtmandate in Neuss und ich erhielt einen Sitz im Stadtrat Karst. Dadurch lernte ich auch die politische Arbeit in den Ausschüssen, zum Beispiel Hauptwirtschafts- und Finanzausschuss, kennen. Später konnte ich dann eine Fraktion mit dem Zentrum gründen. Seitdem ist die politische Arbeit viel wirkungsvoller. Meine Damen und Herren, es gäbe noch weit mehr auszuführen, was die Zeit nicht gestattet. Nur so viel noch. Seit 30 Jahren kann ich vom eigenen verdienten Geld leben und auch meine Familie damit kleiden und ernähren. Sollte ich nominiert werden, würde ich mich auf mein Mandat vollständig konzentrieren und natürlich, wie auch jetzt, einen Teil der Bezüge monatlich unserer Partei zugutekommen lassen. Reichen habe ich keine im Keller. In einer AfD-Landtagsfraktion würde ich mich gerne den Themen Verbraucherschutz, noch 30 Sekunden. Verbraucherschutz und Petitionsrecht annehmen. Das ist vermutlich eine Aufgabe, um die sich primär nicht jeder reißt. Wir brauchen aber auch Zuständige für die weniger prominenten Themenfelder. Hier sehe ich die AfD als Anwalt der normalen Leute. Hier muss man ansetzen, denn die Bürger sind es, die von der etablierten Partei, Politik immer mehr vernachlässigt werden und zurückgelassen werden. Durchzeitlich. Darf ich noch einen Satz? Einen Satz. Diese Arbeit und für den Bürger wird dann unsere Partei umso mehr zugutekommen. Das ist mein Ziel. Dafür bitte ich Sie heute um Ihr Vertrauen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Rausch. Gibt es Fragen an Herrn Rausch? Ich sehe keine Fragen. Dann bedanken wir uns bei Herrn Rausch. Danke.